Okay, herzlich willkommen zur fünften Übung über die theoretischen Grundlagen der Informatik. Ich weiß auch nicht, warum der Beamer nicht mehr mein ganzes Bild anzeigt, sondern nur einen Ausschnitt. Ich habe es versucht, wieder so hinzuschieben. Wenn Sie irgendwas nicht sehen können, bitte sagen Sie Bescheid. Ja, aber ich denke, es sollte halbwegs funktionieren. Auf den YouTube-Aufzeichnungen sind die Bilder allerdings alle in Ordnung schon letztes Mal. Ich weiß nicht, aber zur Not müssen Sie dann nach. Gut, worum geht es heute? Wir wollen heute über nicht-deterministische Turing-Maschinen, polynomielle Reduktion und endlich vollständige Probleme reden. Okay, also. Das erste ist die deterministische Turing-Maschine, so wie Sie sie in der Vorlesung kennengelernt haben. Die besteht ganz grob gefasst aus diesen Teilen. Es gibt dieses Eingabe- und Rechenband, wo irgendwelche Symbole und vielleicht Längssymbole drauf sind, auf einem außen spezifizierten Alphabet. Es gibt die endliche Kontrolle, die sich immer in einem von endlichen Zuständen befindet. Und es gibt diesen Leseschreibkopf, der eine Position auf dem Rechenband einnimmt. Das entsprechende Zeichen auslesen kann, aber auch neues Zeichen schreiben kann. Okay? Und dann gibt es diese Übergangsfunktion, die im Prinzip das Herzstück der deterministischen Turing-Maschine ist. Die besagt einfach, abhängig davon, in welchem Zustand sich die endliche Kontrolle befindet und welches Zeichen gerade auf dem Band gelesen wird, gehe in einen neuen Zustand, schreibe ein eventuell neues Zeichen und bewege den Rechenkopf nach links, gar nicht, oder nach rechts. Also zum Beispiel sind wir gerade im Zustand Q und wir lesen das Symbol A und dann könnte unsere Übergangsfunktion lauten PBL, das heißt unser an sollte es sein. An sich ist es an. Ich weiß nicht, ob es eine Lautstärke gibt. Irgendwo Mikrofon, laut. Okay. Besser? Oh ja. Oh, danke. Die Technik. Was hatte ich gesagt? Ist es jetzt zu laut? Geht so. Super laut. Okay. Das war die Anweisung. Die Anweisung war, ändere den Zustand der endlichen Kontrolle in P. Und schreibe ein B an die Stelle, in der wir waren, und gehe nach links. Also das ist gerade hier passiert. Ich muss jetzt immer zweimal klicken, ich hoffe, es irritiert Sie nicht. Das ist gerade, was hier passiert ist. Das hat der Schreibkopf getan. Okay, das ist die deterministische Turing-Maschine in blau. Okay, und jetzt gibt es die nicht-deterministische Turing-Maschine. Und die ist im Prinzip ganz ähnlich, nur sie hat zusätzlich noch ein Orakel oder ein Orakelmodul. Okay, und dieses Orakelmodul kann als allererstes, bevor die Turing-Maschine anfängt, schreibt sie ein Wort vor die Eingabe mit einem geeigneten Trennungszeichen, dass die Turing-Maschine weiß, wo das Orakelwort aufhört und die Eingabe anfängt. Danach, wenn sie das getan hat, das Orakel, dann wird das Orakel inaktiv und wird nie wieder aktiviert. Und der deterministische Teil, also die endliche Kontrolle, wird aktiv und dann ist es wie eine deterministische Turing-Maschine. Okay? Also im Prinzip genau das Gleiche, bloß dass am Anfang noch das Orakel irgendwas aufschreiben kann aufs Band. Was irgendwie der Turing-Maschine helfen soll, Eingaben zu akzeptieren. Okay? Das ist jetzt sozusagen der Übergang zwischen deterministisch und nicht deterministisch, weil wir jetzt nicht mehr genau wissen, was das Orakel darauf schreibt. Das ist dieser Nicht-Determinismus. Es ist nicht explizit festgelegt, was das Orakel schreibt. Es hat Wahlmöglichkeiten, was es darauf schreiben kann. Es kann beliebiges Zeug darauf schreiben. Okay? Das ist jetzt so ein bisschen analog zu den endlichen Automaten, die wir gesehen haben, allerdings irgendwie hier in einem ganz anderen Gewand. Okay? Und deswegen wollte ich heute mal darüber reden, warum wir das denn so machen und nicht anders, wie man sich das vielleicht hätte denken können. Okay? Man könnte sich ja denken, dass wir das alternativ so definieren, so wie wir es bei endlichen Automaten gemacht haben. Wir erweitern diese Übergangsfunktion
sodass sie zu einem Paar endlicher Kontrolle, also Zustand der endlichen Kontrolle, Bandzeichen, einfach in eine beliebige Teilmenge aus möglichen Folgezuständen abbildet. Okay, also einfach nicht deterministisch Wahlmöglichkeiten zulässt, was jetzt der Schreibkopf und die endliche Kontrolle machen könnte in dieser Situation. Okay? Das wäre sozusagen komplett analog zu den nicht deterministischen endlichen Automaten. Also zum Beispiel sind wir jetzt wieder hier, wir sind gerade in Zustand Q und wir lesen Zeichen A von Band und dann könnte diese erweiterte Übergangsfunktion sein, mache entweder das oder das oder das. Also entweder wir gehen in Zustand P über, schreiben B aufs Band und gehen einen Schritt nach links. Oder wir machen die zweite Option, wir gehen in Zustand R über, schreiben C aufs Band und gehen nach rechts. Oder wir machen die dritte Option, wir gehen in Zustand T über, lassen das A und gehen nach links. Ja? Also so geben wir der Turing-Maschine auch nicht deterministisch Wahlmöglichkeiten. Und so ist es vielleicht irgendwie naheliegender, nach dem, was Sie schon gesehen haben für endliche Automaten, wie man vielleicht nicht deterministische Turing-Maschinen definieren sollte. Okay? Wir haben das so gemacht in der Vorlesung wie hier unten, die rote Version. Und die grüne Version, die habe ich eben komplett neu für Sie eingeführt. Okay? Gut. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Wir haben die nicht-deterministischen Turing-Maschinen so definiert, dass sie ein Wort akzeptieren, eine Eingabe x akzeptieren, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass die Turing-Maschine bei Eingabe x in QJ, QJ ist dieser akzeptierende Zustand, akzeptierende Endzustand, dass die Turing-Maschine dort endet. Was heißt es? Es gibt eine Möglichkeit. Das ist jetzt je nachdem, wie der nicht-deterministische Teil sich entscheidet. Und hier bei den Original-Turing-Maschinen, so wie Sie die kennen, ist dieser Nicht-Determinismus im Orakel. Das heißt, es ist möglich für das Orakel, uns eine geeignete Hilfe hinzuschreiben aufs Band, sodass dann mit dieser Hilfe und dieser Eingabe X die Turing-Maschine deterministisch alles abarbeitet und in QJ endet. Okay. Das ist so, die Idee dahinter ist, dass das Orakel uns sagt, uns hilft, warum ist das Wort in unser, warum sollten wir das Wort akzeptieren und uns sozusagen einen Lösungsvorschlag geben. Ja? Also wir, für uns sind ja dann Worte später Probleme, Probleminstanzen und wir fragen uns, ist die Instanz lösbar oder nicht und das Orakel kann uns im Prinzip eine Lösung hinschreiben. Und dann ist die Turing-Maschine nur noch dafür da, zu verifizieren, dass das tatsächlich eine Lösung für diese Instanz ist. Okay? Gut. Und die Idee ist dann, okay, wenn es keine Lösung für die Instanz ist, dann ist die Turing-Maschine so gemacht, dass das Orakel uns auch nicht irgendwie betrügen kann. Also die Turing-Maschine muss schon echt überprüfen, ob das wirklich eine Lösung für die Instanz ist. Wenn das Orakel irgendwas anderes hinschreibt, dann muss die Antwort nein sein. Gut, also so haben wir definiert, dass die nicht-deterministische Turing-Maschine ein Wort akzeptiert und dann ist die Klasse NP. Das sind alle Sprachen, die jetzt von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Laufzeit akzeptiert werden. Okay, polynomiale Laufzeit bezieht sich jetzt auf die Anzahl der Schritte, die benötigt werden, in Abhängigkeit von der Größe des Eingabewortes x. Okay, und das soll irgendwie durch ein Polynom beschränkt. So, das ist also wieder in Rot alles, was Sie aus der Vorlesung kennen. Und jetzt können wir das Ganze analog machen für unsere grüne Maschine, ja, für die alternative nicht-deterministische Turing-Maschine. Wir sagen, sie akzeptiert ein Wort, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt, bei dieser Eingabe x in diesem Endzustand, in dem akzeptierenden Endzustand QJ zu enden. Und hier ist jetzt die Möglichkeit, wir haben kein Orakel mehr, sondern der Nicht-Determinismus ist in dieser Wahl der Möglichkeiten in der Übergangsfunktion. Okay? Also die Übergangsfunktion kann, naja, in Anführungsstrichen, die richtigen Entscheidungen treffen. Okay? Die Übergangsfunktion sagt ja jetzt, wenn ich irgendwas sehe, dann ist eine Menge spezifiziert an Folgezuständen und Bandsachen und die Übergangsfunktion kann sich im Prinzip aussuchen, einen davon zu nehmen. Es ist, jetzt hier wird das Wort akzeptiert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dieser Übergangsfunktion zu folgen, immer in einen Zustand aus der möglichen Menge zu gehen, sodass es am Ende ein QJ ist. Okay, das ist jetzt sehr analog zu den nicht-deterministischen endlichen Automaten.
Okay. Genauso wie wir davor davon ausgehen, dass das Orakel uns wirklich hilft, gehen wir jetzt davon aus, dass die Maschine selber versucht, das Wort zu akzeptieren, wenn es möglich ist. Okay, und sie ist so schlau, sie weiß immer genau, wo es lang geht, wenn es denn möglich sei. Gut, und dann können wir analog die Klasse ANP definieren als die Klasse aller Sprachen, die von einer alternativen, nicht deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Laufzeit akzeptiert werden. Okay, wieder polynomiale Laufzeit heißt, die Anzahl der Schritte, die die ANTM braucht, um das Wort zu akzeptieren, ist beschränkt durch ein Polynom in der Größe des Wortes. Okay. Gut, jetzt haben wir sozusagen das vielleicht naheliegendere Äquivalent in grün definiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn die Beziehung zwischen dem roten und dem grünen Setting? Okay. Warum schauen wir uns das Rote und nicht das Grüne an? Und ich behaupte hier, dass die ANP-Klasse enthalten ist in der NP-Klasse. Okay, jetzt müssen wir das einmal verdauen. Was soll das heißen? Es soll heißen, dass jedes Problem, was oder ja, jede Sprache, jedes Problem, was in ANP liegt, auch in NP liegt. Okay, das heißt also, wenn ein Problem und eine Sprache in ANP liegt, dann gibt es so eine grüne ANTM, die in polynomialer Laufzeit diese Sprache erkennt, akzeptiert. Und ich möchte zeigen, die liegt in NP, das heißt, ich muss eine Orakel-Turing-Maschine definieren, die das gleiche tut. Okay. Wir müssen also, um diese Behauptung dort oben zu zeigen, müssen wir annehmen, dass wir eine alternative, nicht deterministische Turing-Maschine M haben, die irgendwas tut, eine Sprache erkennt. Und daraus konstruieren wir eine Orakel-Turing-Maschine M', die äquivalent ist. Okay? Und äquivalent heißt, sie akzeptiert, beide Maschinen akzeptieren die gleiche Sprache. Und die Laufzeit von M' ist beschränkt durch ein Polynom in der Laufzeit von M. Okay, dadurch, dass dann die grüne Maschine polynomial war und die ist jetzt polynomiell in der grünen Maschine, ist das ganze Polynom von Polynom ist wieder Polynom. Okay, also, das müssen wir zeigen. Also tun wir es. Konstruieren wir uns diese Maschine. Also, das ist die Idee. Gegeben die grüne Maschine, wir wollen die rote Maschine konstruieren. Also schauen wir uns erstmal die grüne Maschine an und gucken, was da los ist. So, das erste ist, wir schauen uns an die Zahl k, die gibt an die maximal mögliche Anzahl Wahlmöglichkeiten für die grüne Maschine. Okay, also das ist die Kardinalität von dieser Menge. Delta m qa über alle qa. Also in Abhängigkeit von dem Zustand q für die endliche Kontrolle und dem Zeichen A auf dem Band, was ich lese, habe ich eine bestimmte Anzahl Wahlmöglichkeiten. Vielleicht nur eine, vielleicht 27. Okay. Und ich gucke mir an, was ist denn die größte? Glückwunsch. Nein, danke, das darf ich nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob das bei YouTube rausgeschnitten wird oder nicht. Sie wissen, was gerade passiert ist? Ja, so ein bisschen. Die junge Dame in dem Wagen hat gerade promoviert. Sie hat ihren Doktor gemacht und kriegt deswegen bei der erfolgreichen Verteidigung, kriegt sie danach von ihren Kollegen diesen handgemachten Doktorhut auf und wird den Tag über gefeiert. Und das war's. Okay.
Alles klar, also wo war ich, wo war ich? Genau, die größtmögliche Anzahl Wahlmöglichkeiten, die die grüne Maschine hat, okay, sei k diese Zahl. Also wir wissen, an jedem Zustand hat die grüne Maschine höchstens k verschiedene Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Gut, und die Zahl k ist jetzt wichtig. Was wir jetzt tun, ist, okay, für jeden solchen Übergang nummeriere die Möglichkeiten, die die Maschine hat, von 1 bis k durch. Einfach sagen, das ist die erste Wahl, das ist die zweite Wahl, das ist die dritte Wahl. Das ist nicht eine Priorität, das ist einfach nur eine Nummerierung. Okay? Und das reicht von 1 bis k zum Nehmen nach der Wahl von k. Jetzt nehmen wir OBDA an, dass die Zahlen 1 bis k gesehen als Symbole nicht in dem Bandalphabet von der Maschine ist. Ja, ansonsten denken wir uns irgendwelche anderen Zahlen dafür aus. Und jetzt ist die Idee für die rote Maschine, ist, dass der Nichtdeterminismus, der jetzt in den Wahlmöglichkeiten liegt, der muss jetzt verlagert werden auf das Orakel in der roten Maschine. Und die Idee ist, dass das Orakel schreibt uns auf Band immer die Zahlenfolge für die richtigen Entscheidungen. Okay? Also das Orakel schreibt uns vorne aufs Band irgendeine Folge von Zahlen, die von 1 bis k sind und die sollen korrespondieren zu den richtigen Entscheidungen, wann immer ich eine Wahlmöglichkeit habe. Okay? Ich glaube, soweit klar. Also nochmal, hier sind wir, wir wollen konstruieren die rote Maschine gegeben aus der grünen. Wir haben uns angeguckt, welche Wahlmöglichkeiten es gibt. Wir haben die einfach durchnummeriert und wir haben die Idee, dass das Orakel uns die Folge der richtigen Entscheidung aufs Band schreiben soll. So, jetzt müssen wir das konkret einmal umsetzen. Also, wie machen wir das ganz konkret? Ich habe mich dafür entschieden, den deterministischen Teil von der roten Maschine als Zweikopf-Turing-Maschine zu machen. Nachdem das Orakel vorne aufs Band geschrieben hat, dann möchte ich zwei Köpfe haben. Der eine Kopf sagt mir immer vom Band, was ist denn gerade die richtige Wahl, und der andere Kopf arbeitet auf der Eingabe und tut, was zu tun ist. Okay? Also, das sieht jetzt aus wie ein großes Monster, ist aber ganz einfach. Wir haben jetzt also eine Zweikopf-Turing-Maschine, das heißt, wir sind immer in einem Zustand Q und wir lesen zwei Zeichen von den beiden Köpfen. Ja, das braune Zeichen ist das von dem ersten Kopf, was vorne auf dem Orakelwort arbeitet, und das gelbe Zeichen ist das von dem zweiten Kopf, was auf der Eingabe arbeitet. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind in Zustand Q und wir lesen vorne I und hinten A, dann gucken wir jetzt in der grünen Maschine nach, was ist denn die i-te Option von der grünen Maschine bei QA? Und wenn die jetzt gerade, sagen wir mal, PBD heißt, dann sagen wir, okay, dann gehe danach in Zustand P, schreibe mit dem zweiten Kopf wirklich B, gehe mit dem zweiten Kopf wirklich in Richtung D und mit dem ersten Kopf gehe einfach einen Schritt weiter zum nächsten Symbol auf dem Orakelwort. Okay, einfach mit dem ersten Kopf gehe nach rechts und lasse das Zeichen da stehen. Ich meine, wir könnten es auch löschen. Okay? Also so ist es die formale Schreibweise, wie man das jetzt macht. Und jetzt haben wir diese Zweikopf-Turing-Maschine und ich hoffe, die bereitet Ihnen keine Bauchschmerzen mehr. Wir haben mal vor einiger Zeit in Übung 3 haben wir gezeigt, dass das keine echte Einschränkung ist. Also wir können die Zweikopf-Turing-Maschine dann wiederum durch eine äquivalente Einkopf-Turing-Maschine simulieren. Okay, es ist bloß einfacher, so hinzuschreiben. Gut. Also das beendet die Konstruktion. Soweit klar? Müssen wir jetzt noch zeigen, dass es funktioniert, dass es das tut, was es soll. Ja? Also, das war die Erinnerung. Was wollten wir zeigen? Wir wollten zeigen, gegeben die grüne Maschine ANTM M, gibt es die rote Maschine NTM M-Strich, sodass beides gilt. Sie akzeptieren die gleiche Sprache und die Laufzeiten sind ordentlich. Also tun wir das Erste. Sie akzeptieren die gleiche Sprache. Angenommen, die grüne Maschine M akzeptiert die Eingabe X. Das heißt, es gibt Übergänge, richtige Entscheidungen bei den Wahlmöglichkeiten, sodass die grüne Maschine bei der Eingabe X in den grünen Zustand QJ überführt wird. Okay. Wenn es diese richtigen Entscheidungen gibt, dann ist es aber auch möglich für unser Orakel in der roten Maschine, diesen Hinweis so hinzuschreiben, dass genau das Gleiche passiert. Ja, dass wir einfach vorne uns das hinschreiben, diese Möglichkeit, diese richtigen Wahlmöglichkeiten. Und das heißt dann, dass die rote Maschine wird X auch akzeptieren.
Okay, also wenn die grüne Maschine X akzeptiert, akzeptiert die rote Maschine X auch. Und jetzt sind tatsächlich diese ganzen Implikationen sind sogar Äquivalenzen. Also wir können uns das überlegen, wenn die rote Maschine X akzeptiert, dann heißt es, es gab einen Orakelhinweis, der in QJ geendet hat. Dann können wir uns unsere Maschine angucken und können sehen, okay, wenn wir vorne irgendeinen Quatsch hinschreiben, was gar nicht irgendwie aus diesen Zahlen 1 bis K ist, dann wird nicht akzeptiert. Wenn da irgendwie auch eine Zahl hingeschrieben wird, wo es gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten gibt, dann wird es auch nicht akzeptiert. Das heißt, wir sehen, wenn es wirklich akzeptiert, dann muss das vorne ein echter, schöner Hinweis gewesen sein, wie wir uns den vorstellen, so eine Zahlenfolge. Und weiterhin muss die Zahlenfolge dann zurückverfolgbar sein in der grünen Maschine in Wahlmöglichkeiten, die akzeptieren. Also muss auch die grüne Maschine das Wort akzeptieren. Okay. Gut, das heißt, die beiden Maschinen akzeptieren die gleiche Sprache. Das zeigt den ersten Punkt, den wir zu zeigen haben. Bleibt zu zeigen, dass die Laufzeit nicht irgendwie exponentiell oder sowas. Also, die Laufzeit der roten Maschine, ganz allgemein für eine nicht-deterministische Turing-Maschine, so wie Sie kennen, ist die Laufzeit bei akzeptierender Eingabe X die Orakel-Schreibezeit plus die Schritte von dem deterministischen Teil dann, um in den Endzustand zu gelangen. Ja? Einfach die Schritte für das Orakel plus die Schritte des deterministischen Teils. Gut, und jetzt die Schritte des deterministischen Teils sind 1 zu 1 aus den deterministischen Schritten oder aus den Schritten für die grüne Maschine. Ja? Wir machen einen Schritt und so weiter. Und die Orakel-Schreibezeit ist auch beschränkt durch die Anzahl der Schritte in der grünen Maschine, weil wir ja für jeden Schritt schreibt das Orakel ein Symbol. Also ist es kleiner gleich 2 mal die Anzahl der Schritte, die die grüne Maschine braucht, um zu akzeptieren, also höchstens 2 mal die Laufzeit der grünen. Die Laufzeit ist höchstens verdoppelt. Ja? Genau. Das ist, das zeigt die Behauptung, es ist ein kleiner Teil, irgendwo müsste der vielleicht auf den Folien gewesen sein. Also eine ganz wichtige Sache ist, ich hatte doch diese 2-Kopf-Turing-Maschine und dann gesagt, naja, die machen wir durch eine 1-Kopf-Turing-Maschine. Da geht uns die Laufzeit nicht flöten. Ja? Wir haben in Übung 3 gezeigt, dass die Laufzeit da höchstens quadratisch wächst. Ich dachte, das steht irgendwo auf meinen Folien. Ah, egal. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Behauptung gezeigt, die da oben steht. Die Klasse ANP ist enthalten in der Klasse NP. Und es wird Ihre Aufgabe sein, auf dem Übungsblatt die umgekehrte Implikation zu zeigen. Also, dass die Klasse NP enthalten ist in der Klasse ANP. Und Sie müssen im Prinzip ganz ähnlich wie hier anfangen mit einer roten Maschine, Orakelmaschine und definieren sich daraus die grüne Maschine, die die Wahlmöglichkeiten bei den Übergängen hat. Gut. Das war der erste Teil. Fragen dazu? Okay. Dann reden wir jetzt über polynomielle Reduktion. Also ganz allgemein gesagt, ist eine reden wir ja über Sprachen. Wir reden über Sprachen aus einem endlichen Alphabet. Wir stellen uns darunter vor, dass die Wörter in der Sprache kodieren Instanzen von Problemen. Ja, und zwar genau die Ja-Instanzen von Problemen, von Entscheidungsproblemen. Und jetzt sagen wir, dass eine Sprache L1 in eine andere Sprache L2 polynomial transformiert werden kann, wenn es eine Funktion gibt, die bildet Wörter aus dem ersten Alphabet auf Wörter aus dem zweiten Alphabet ab. Also wir wollen sagen, wie man Instanzen aus dem ersten Problem auf Instanzen des zweiten Problems abbildet, so dass diese Abbildung polynomial ist, durch eine polynomiale deterministische Turing-Maschine gemacht werden kann. Und Ja-Instanzen werden genau auf Ja-Instanzen abgebildet. Also für jedes X aus L1 ist F von X aus L2 und andersrum. Okay? Und wir schreiben dann dieses Zeichen polynomial transformierbar.
Die Idee soll sein, dass es so ein bisschen aussieht, so ein bisschen wie so ein kleiner gleich. Und es soll so ein bisschen im Kopf sollte gespeichert sein. L1 ist höchstens so schwer wie L2. So ein bisschen. Machen wir ein Beispiel. Das ist ein ganz simples Beispiel, aber es illustriert das vielleicht ganz gut. L1 ist die Sprache der ungeraden Zahlen in Dezimaldarstellung. Ja, also unser Alphabet ist einfach die 0 bis 9, die Ziffern. Und Wörter sind jetzt einfach Zahlen, sind endliche Folgen von Ziffern, das sind Zahlen. Und dann sage ich, meine Sprache ist die Teilmenge der Zahlen, die gerade ungerade sind. Okay. Und L2 ist jetzt eine andere Sprache über einem anderen Alphabet. Das Alphabet ist AB. Und das sind Wörter gerader Länge über AB. Irgendwelche AB-Strings, die einfach die Anzahl der Zeichen ist gerade, unabhängig davon, ob es A's oder B's sind. Und jetzt möchte ich zeigen, dass L1 polynomial in L2 transformiert werden kann. Also zu entscheiden, ob eine Zahl ungerade ist, ist nicht schwieriger als zu entscheiden, dass ein String, ein AB-String gerade länger hat. Beides zugegebenermaßen sehr einfach, aber wir wollen das mal einfach formal hinschreiben. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt abbilden von den Zahlen 0, 1, 0, 1, 2, 3 und so weiter auf die AB-Strings. Und wir tun das wie folgt. Wir sagen, okay, wenn ich eine Zahl habe, z, wenn die ungerade ist, bilde ab auf den String AA. Wenn die gerade ist, bilde ab auf den String A. Sehr banal. Niemand sagt, dass wir irgendwie die ganze Mächtigkeit dieser zweiten Menge irgendwie ausnutzen müssen. Also Beispiel, wenn wir zum Beispiel hier 1301 nehmen, dann werden wir das abbilden auf AA. Und wenn wir 1000 nehmen, dann werden wir das abbilden auf A. Okay, so das ist jetzt eine Funktion, die bildet erstmal nur von Sprachen auf Sprachen ab. Und wir müssen jetzt erstmal zeigen, dass diese Funktion berechenbar ist, dass wir das in einem Computer effizient machen können. Ja, dass das durch eine deterministische Turing-Maschine passiert und mit polynomiellen Aufwand. Also, was sollte die deterministische Turing-Maschine machen? Die kriegt also als Eingabe irgendeine Zahl. Und es ist ziemlich einfach, hinzuschreiben, lösche alle Zeichen bis auf das letzte. Wenn das letzte ungerade ist, schreibe aufs Band AA. Wenn das letzte gerade ist, schreibe aufs Band A. Okay. Das ist ziemlich einfach zu sehen, dass das eine deterministische Turing-Maschine hinkriegt und dass der Zeitaufwand polynomiell in der Größe der Zahl ist, die wir am Anfang gekriegt haben. Es ist sogar linear, einfach nur jedes Zeichen einmal durch. Okay. Der zweite Schritt ist aber noch zu zeigen, dass wir haben ein Wort ist aus unserer ersten Sprache genau dann, wenn das Bild des Wortes in der zweiten Sprache ist. Also hier würde das heißen, ein Wort in der ersten Sprache heißt, dass gesehen als Zahl ist es ungerade. Das ist gerade die Definition der Sprache. Jetzt weiß ich, wenn die Zahl ungerade ist, dann macht meine Turing-Maschine, meine Transformation, bildet es ab auf die Instanz AA des zweiten Problems. Und ich weiß, dass die Instanz AA des zweiten Problems ist eine Ja-Instanz, weil ja, es hat gerade Länge. Okay. Und wichtig ist also jetzt diese Äquivalenz hier in der Mitte. Wenn ungerade, dann auf AA und wenn nicht ungerade, dann auch nicht auf AA. Ja-Instanzen entsprechen genau Ja-Instanzen aus den beiden Sprachen. Gut. Ja, und das zeigt, dass diese beiden Sprachen ineinander polynomial transformierbar sind. Im Allgemeinen nutzen wir diese Transformation oder Reduktion, wie wir sie auch manchmal nennen, in mehreren Settings. Okay? Nicht nur immer in dem gleichen. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären. Und zwar, wir haben hier nochmal die Klassen, die wichtigen Klassen. NP hatten wir gerade eben schon. Das sind alle Probleme, die von der nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit gelöst werden können. Ja, jetzt rede ich von Problemen. Sie wissen, das ist das gleiche wie Sprachen, die akzeptiert werden. Probleme, die gelöst werden.
ist die Klasse aller Probleme, die von deterministischen Turing-Maschinen in polynomialer Zeit gelöst werden. Okay? Also, das ist hier der Übergang von Determinismus zu Nicht-Determinismus, von P zu NP. Wir geben uns hier oben in der roten Klasse diese Hilfe durch das Orakel. Und in der blauen Klasse haben wir das Orakel nicht. Und jetzt gibt es noch NP-schwere Probleme. Das ist ein bisschen komplizierter, die Definition. Also ein Problem ist NP-schwer, wenn alle Probleme in NP, also Pi ist ein Problem, das ist NP-schwer, wenn alle Probleme Pi' in NP polynomial reduzierbar sind auf Pi. Also das ist ein Problem Pi, das ist mindestens so schwer wie alle Probleme Pi' in NP. Okay, das ist also mindestens so schwer wie alles in NP. Das soll NP-schwer sein. Das sind die schwersten Probleme in dieser Klasse. Die schwersten. Das ist ein Problem, was mindestens so schwer ist wie alles in NP. Ich habe noch nicht gesagt, dass Pi selber in NP ist. Ja. Es gibt noch Sachen, die sind echt schwerer, also wirklich außerhalb. Okay. Gut, also hier sehen wir in dieser Definition, dass diese Reduktion auf jeden Fall benötigt wird. Aber auch hier vorne ist es ganz, ganz gut, Reduktion zu können. Okay. Und deswegen will ich so einen kleinen Werkzeugkasten geben, wenn Sie bestimmte Fragen beantworten wollen und Ihre Möglichkeiten aufzeigen, was Sie da tun können. Sagen wir mal, zum Beispiel auf einem Übungsblatt, werden Sie gefragt, ob ein bestimmtes Problem in P ist. Dann haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gerade mal so sehe. Die erste Möglichkeit wäre, zu zeigen, dass Ihr Problem, was Sie gegeben haben, polynomiell reduzierbar ist auf ein Problem Pi', von dem Sie schon wissen, dass es in P liegt. Ja. Sie zeigen, Ihr Problem ist höchstens so schwer wie Pi' und Pi' ist schon leicht. Kann durch eine deterministische Turing-Maschine gemacht werden. Ja. Oder Sie zeigen ganz direkt, dass das Problem in P liegt, einfach durch die Anwendung dieser Definition. Sie konstruieren eine deterministische Turing-Maschine, die Pi löst in polynomialer Zeit. Streng genommen, die beiden Sachen, also es ist fast das Gleiche. Ja? Also Sie können ja, ja, aber wollen wir nicht. Ja? Das ist, im Prinzip können wir das Erste auch als Algorithmus sehen, der das Problem löst. Okay, also da ist es auch ganz gut, Reduktion zu kennen, obwohl es hier überhaupt nicht um NP-Schwere geht. Dann vielleicht sind Sie, ist Ihre Aufgabe aber auch zu zeigen, dass Ihr Problem in NP liegt. Okay. Haben Sie wieder im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ganz analog, Sie zeigen, dass Ihr Problem reduziert werden kann auf ein Problem Pi', was schon in NP liegt. Oder Sie geben ganz direkt der Definition folgend eine nicht-deterministische Turing-Maschine an, die Pi löst in polynomialer Zeit. Okay. Das sind die beiden Möglichkeiten, die Sie haben. Gut, die letzte Frage, die Ihnen vielleicht gestellt werden könnte, ist Pi das Problem NP schwer? Da haben Sie wieder zwei Möglichkeiten. Das eine wäre zu zeigen, Achtung, die Reihenfolge ist vertauscht. Das ist Ihr Problem. Sie zeigen für ein bekanntes NP schweres Problem, dass dieses Bekannte reduziert werden kann auf Ihr Problem. Hier ist die Reihenfolge andersrum. Das ist extrem wichtig, weil wenn Sie die Reihenfolgen hier falsch rum machen, dann zeigen Sie einfach das Falsche. Ja? Dann zeigen Sie nicht das hier, sondern dann zeigen Sie das hier auf einmal. Okay, also ganz wichtig, Sie wollen zeigen, Ihr Problem ist sehr schwer und Sie zeigen das, indem Sie sagen, das ist mindestens so schwer wie ein sehr schweres Problem. Das ist die eine Möglichkeit, diese Reduktion zu benutzen. Und die andere Möglichkeit ist, Sie könnten jetzt wieder dieser Definition einfach folgen und einfach zeigen, was dort in der Definition steht. Nämlich, Sie zeigen, dass alle Probleme Pi' in NP polynomiell reduzierbar sind auf Pi. Ja, also wenn Sie unbedingt wollen,
können Sie auch das zeigen. Statt ein bekanntes NP-Schweres zu nehmen, können Sie einfach alle in NP nehmen und aufreduzieren. Okay. Jetzt ist vielleicht ein guter Punkt, mal darüber zu reden, was gute Ideen und schlechte Ideen sind. Alles davon ist möglich, ja? Aber einiges davon ist eine gute Idee und einiges ist eine schlechte Idee. Okay, also ich fange mal an, die einfach so zu labeln und sagen, hier vorne, die beiden Sachen sind gute Ideen. Ja. Das ist beides im Prinzip eh fast das Gleiche und beides ist möglich und das hängt dann davon ab, nach was sie gerne mögen oder wie sich das Problem gerade darstellt. Hier in der Mitte, hier. Das hier unten ist das, was wir üblicherweise machen. Wir konstruieren diese Orakelmaschine, weil das ist üblicherweise leicht. Okay? Das ist auch der Grund, warum wir Orakelmaschinen angucken und nicht diese anderen alternativen nicht-deterministischen Turing-Maschinen, weil der Schritt üblicherweise wirklich leicht ist. Einfach lass das Orakel die Lösung hinschreiben und wir können sie einfach verifizieren. Okay? Unter Umständen ist das hier auch ratsam, aber ich würde mal sagen, in Ausnahmefällen nur. Also ich würde, wenn Sie die mittlere Aufgabe hier kriegen, ich würde immer dazu tendieren, die Orakelmaschine zu konstruieren. Okay. Und da hinten, nun oben, das ist das, was Sie als NP-schwere Reduktion in der Vorlesung schon ein paar Mal gesehen haben und wir heute auch nochmal machen werden. Das ist üblicherweise the way to go. Das ist das, was Sie tun sollten. Sie sollten sich ein bekanntes, sorgfältig ausgewähltes, NP-schweres Problem Pi' hernehmen und dann von Pi' auf Pi reduzieren. Das hier unten würde ich nicht empfehlen. Sie haben das einmal in der Vorlesung gesehen, dass es gemacht wurde. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwas NP-schwer zu machen, weil das hier braucht ja schon was NP-schweres. Und das war der Satz von Cook. Und der war, glaube ich, genügend kompliziert, als dass Sie abgeschreckt sein sollten, das selber zu versuchen mit einem anderen. Okay, also schlechte Idee. Theoretisch möglich. Ja, wenn Sie wollen, gerne, aber ich würde es vielleicht nicht empfehlen. Okay, also das ist so, glaube ich, die Folie, die Ihnen hoffentlich ein bisschen hilft, sich zurechtzufinden im Dschungel der Komplexitätsklassen. Ganz wichtig, ich möchte es nochmal betonen, achten Sie darauf, dass Ihre Reduktion in die richtige Richtung zeigt. Wenn Sie diese Richtung hier angucken, dann zeigen Sie in NP, wenn Sie diese Richtung hier angucken, NP schwer. Ja, da sind die Richtungen vertauscht. Achten Sie immer darauf, die Reduktion richtig rum. Okay, dann machen wir mal ein paar solche Aufgaben. Es wurde, glaube ich, in der Vorlesung versprochen, deswegen will ich das Versprechen einhalten, zu zeigen, dass 2-Sat in P liegt. Das ist also eine so eine Aufgabe, die wir jetzt mal einfach zusammen machen. Also, was ist das, die Formulierung des Problems 2-Sat? Wir haben gegeben eine Menge U von Variablen und eine Menge C von Klauseln über U, wobei jede Klausel genau 2 Literale enthält. Okay. Vielleicht am Beispiel, also Variablen sind hier in dem Beispiel x1, x2, x3. Literale sind entweder x1 selber oder nicht x1. Ja, also eine Variable oder eine verneinte Variable. Das sind Literale. Eine Klausel ist eine Veroderung von Literalen. Also hier ist es nicht x1 oder x2. Das ist eine Klausel. Im Allgemeinen können Klauseln mehrere Oders haben. Ja. Aber in dem Fall weiß ich, jede Klausel hat genau 2 Literale, deswegen sind hier die auch so. Also meine erste Klausel ist nicht x1 oder x2, meine zweite Klausel ist nicht x2 oder x3 und so weiter. Vier Klauseln habe ich in dem Beispiel. Gut, das ist gegeben, das ist die Instanz. Und nun ist gefragt, ob es eine Ja-Instanz ist. Und eine Ja-Instanz heißt, es existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung für die Klausel. Das heißt, belegt werden die Variablen und erfüllt werden sollen die Klauseln. Okay, für die Variablen kann ich mir aussuchen, ob die true oder false sind und für die Klauseln möchte ich erreichen, dass alle true sind. Okay. Also Beispiel,
Wenn ich zum Beispiel meine drei Variablen hier in meinem kleinen Beispiel alle auf True setze, dann kann ich durchgehen, diese Klausel hier heißt nicht x1 oder x2. Die ist erfüllt, weil ja x2 ist true. Wäre nur das 1 davon. Genauso hier nicht x2 oder x3 ist erfüllt, das ist erfüllt und das ist erfüllt. Also das wäre eine erfüllende Wahrheitsbelegung. Es gibt natürlich noch andere Wahrheitsbelegungen, die vielleicht nicht erfüllend sind. Zum Beispiel die hier, wenn ich x1 auf true setze, aber die anderen beiden auf false setze. Ja, dann wird die erste schon nicht erfüllt. Die zweite wird erfüllt. Ja, sogar durch dieses nicht x2. Ja, wird die zweite erfüllt. Und die dritte wird erfüllt und die letzte wird nicht erfüllt. Okay? Also es werden nicht alle erfüllt, also ist das keine Lösung. Okay. Also, das ist das Setting. Wir haben Variablen, Literale, Klausel. Jede Klausel hat genau zwei Literale. Die Frage ist, existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung, die alle Klauseln erfüllt? Und wir sollen zeigen, dass dieses Problem in P liegt. Okay. Gehen wir kurz auf unseren Spickzettel und gucken, okay, wir wollen zeigen, dass das Problem in P liegt. Wir haben zwei Möglichkeiten, beides sind im Prinzip gute Ideen. Entweder wir reduzieren auf ein Problem, von dem wir wissen, dass es einfach ist, oder wir lösen das Problem gleich ad hoc durch die Angabe einer deterministischen Methode. Okay. Und ich werde den zweiten Weg wählen. Wir werden das Problem ad hoc lösen. Das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten tun, aber gut. Also, wir sollen das Problem ad hoc lösen. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Instanz des Problems und sollen jetzt entscheiden, in polynomialer Zeit, ob es eine Ja-Instanz ist oder nicht. Okay. Und wir tun das wie folgt. Wir haben die Instanz gegeben mit unseren Variablen x1 bis xn und unserer Klauselmenge c. Wir konstruieren uns einen Graphen, gerichtete Graphen. Ich hoffe, Sie sind damit halbwegs zufrieden, wenn wir Graphen benutzen. Die Knotenmenge unseres Graphens sind alle möglichen Literale, die es gibt. Also alle Variablen und ihre Negation. Also wenn es n Variablen waren, dann haben wir 2n Knoten. Und jetzt machen wir Kanten, gerichtete Kanten, also Kanten mit Pfeilen, weil es ja ein gerichteter Graph werden soll. Und zwar sagen wir, wenn wir eine Klausel sehen, die sieht so aus, Literal 1 oder Literal 2, dann malen wir uns eine Kante von nicht 1 nach 2. Okay. Und natürlich, wenn wir eine Klausel sehen, wo es heißt Literal 2 oder Literal 1, dann malen wir uns auch die Kante von nicht 1 nach 2. Die Bedeutung ist die folgende hier. Das ist so, unsere Klausel heißt A oder B. Und die Kante soll suggerieren, wenn ich mich schon dazu entschieden habe, nicht A zu machen, dann muss ich B machen, damit die Klausel erfüllt wird. Ja? Oder wenn ich mich dazu entschieden habe, nicht B zu machen, dann muss ich A machen. Das soll diese forcierten Pfeile sollen das bildlich darstellen. Okay, machen wir das an einem Beispiel. Oh, machen Sie das an einem Beispiel. Zwei Instanzen, hier jeweils mit drei, die zweite, die hat nur zwei Variablen und die hat drei Variablen. Und Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, mal die gerichteten Graphen dazu aufzuzeichnen. Zu gucken, was wird denn da wie forciert. Okay? Okay. 5 Minuten sind um. Kann mir jemand vielleicht zu Instanz 1 so irgendwie grob beschreiben, wie die denn so aussieht? Ja. Wenn wir Graphen machen, also ich hoffe, dass Sie das auch tun, wir malen die üblicherweise, ja. Wir schreiben jetzt nicht
Paare von Knoten hin, sondern wir malen wirklich diese Pfeile. Also wie sieht es aus? Ungefähr so. Das irgendwie, hängt es denn zusammen? Ist es zusammenhängend? Sind da irgendwelche Dreiecke vielleicht drin? Oder also bei mir sieht das Ding so aus ungefähr. Das sind zwei Dreiecke, die so zyklisch orientiert sind, und zwei Kanten, die gehen von dem oberen in das untere Dreieck. Okay. Und bei der Instanz 2, da sollten wir vier Knoten haben. Wir hatten ja nur zwei Variablen. Und jede Möglichkeit von links nach rechts, von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten, sollte eine Kante gewesen sein. Das heißt insgesamt 12 Kanten. Also ich hoffe, dass das so ist. So. Jetzt haben wir diesen Graphen konstruiert und wir wollen ja immer noch uns erinnern, diese Zweisatzinstanz zu lösen, also zu sehen, ob es eine erfüllende Wahrheitsbelegung gibt oder nicht. Und dafür ist es jetzt gut, diesen Graphen zu benutzen und die folgende Definition zu machen. Zwei Knoten sind in derselben stark verbundenen Komponente, wenn es einen gerichteten Pfad von U nach V gibt und es einen gerichteten Pfad von V nach U gibt. Das ist stark verbundene Komponenten. Ich weiß nicht, wie viel Sie über Graphen wissen, aber das ist so für gerichtete Graphen eines der ersten Sachen, die man sich so anguckt. Stark verbundene Komponenten. Zum Beispiel x1, also nicht x1 und nicht x3 sind in einer stark verbundenen Komponente. Denn ich sehe einen gerichteten Pfad von nicht x1 nach x, nicht x3 und ich sehe auch einen gerichteten Pfad von nicht x3 nach nicht x1. Okay? Tatsächlich heißen die Dinger Komponenten, weil diese Beziehung, die hier beschrieben wird, eine Äquivalenzrelation ist. Und das hier ist eine Äquivalenzklasse. Je zwei davon sind stark verbunden. Und das hier ist eine Äquivalenzklasse. Je zwei davon sind stark verbunden. Aber von dort oben nach dort unten gibt es kein stark verbundenes Paar. Ja, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, von unten nach oben zu kommen. Okay. Also das sind die stark verbundenen Komponenten, die kann man, wenn man den Graphen erstmal konstruiert hat, kann man die leicht identifizieren. Und jetzt ist die Behauptung, dass diese Klauselmenge, die ich am Anfang hatte, mit der ich gestartet habe, erfüllbar ist, genau dann, wenn es keine Variable xi gibt, sodass xi und nicht xi in derselben stark verbundenen Komponente liegen. Wenn ich das gezeigt habe, dann habe ich damit, dann kann ich damit Zweisatz lösen, wenn Sie mir glauben, dass diese stark verbundenen Komponenten einfach zu finden sind. Okay, versuchen wir das mal zu zeigen. Also wir müssen genau dann wenn zeigen, also zwei Richtungen. Die erste Richtung: wenn es so eine Variable gibt, xi, sodass xi und nicht xi in derselben stark verbundenen Komponente liegen, dann heißt es insbesondere, dass es nach Definition diese beiden Pfade gibt. Der erste Pfad geht von xi los, gerichtet und geht irgendwohin, irgendwohin, irgendwohin nach nicht xi. Und wenn wir uns nochmal, ist weg, wenn wir uns diese Definition der Kanten angucken, das heißt, auf der ersten Kante, die geht von xi nach, sagen wir mal, xj. Und die Bedeutung war, wenn xi, dann xj. Also wenn xi gleich true, dann xj gleich true, wenn es jetzt beides mal positive Literale waren. Und dann die zweite Kante geht von xj vielleicht nach nicht xk. Also wenn xj gleich true, dann ist nicht xk true. Das heißt, diese Pfade sind sozusagen propagierende True-Implikationen. Und die waren nötig. Wenn einer so eine Kante nicht erfüllt ist, also wenn wirklich Anfang ist true, aber das Ende ist nicht true, dann ist es keine erfüllende Belegung. Das heißt, jede erfüllende Belegung muss entlang so eines Pfades, wenn es mal auf einen true
wenn es einem True ist, muss entlang des Pfades sich das True propagieren. Ja. Wenn auf dem Pfad ein False ist, sagt es gar nichts. Dann weiß ich nicht, was passiert. Aber wenn dann True ist, dann propagiert es True entlang von gerichteten Pfaden. Das heißt, XI Pfad nach nicht XI heißt, wenn ich XI entschieden habe, auf True zu setzen, dann muss ich das propagieren und ich muss mich auch entscheiden, nicht XI auf True zu setzen. Das ist natürlich Nonsens, ja? Das kann ich nicht machen. Das heißt, die Existenz dieses Pfades sagt mir, dass ich es nicht schaffen kann, XI auf True zu setzen in einer erfüllenden Belegung. Das heißt, die Existenz dieses ersten Pfades heißt, XI ist erzwungenermaßen false. Ja? Und jetzt gibt es den zweiten Pfad, der im Prinzip das gleiche sagt, bloß für nicht XI. Wir haben die Implikation nicht XI impliziert XI, also ist auch nicht XI erzwungenermaßen false. Das wiederum ist ein Widerspruch dazu, dass die Instanz erfüllbar ist, oder besser gesagt ein Zertifikat dafür, dass die Instanz nicht erfüllbar ist. Ich habe Zertifikat für eine Nein-Antwort gefunden. Wenn unser Algorithmus das findet, dann kann er sagen, nicht erfüllbar, stop. Okay. Und der andere Fall ist, wenn es sowas nicht gibt, das ist also jetzt die Gegenrichtung von diesem Claim, also wenn es kein XI gibt, dass XI und nicht XI in derselben stark verbundenen Komponente liegen, dann muss man jetzt zeigen, dass es eine Wahrheitsbelegung gibt, die alle Klauseln erfüllt. Und dafür ist es ausreichend zu zeigen, dass jede Kante gehört ja zu einer Klausel. Jede Kante, wenn ihr Startpunkt auf True gesetzt ist, ist ihr Endpunkt auch auf True gesetzt. Dieses True propagiert ordentlich nach Kanten. Wenn der Startpunkt auf False gesetzt ist, mache ich keine Aussage über den anderen. Und dann muss man jetzt gerichtete Graphen und starke Zusammenhangskomponenten verstehen, um zu zeigen, dass das dann tatsächlich geht. Mache ich jetzt nicht. Okay. Okay. Das soll jetzt Sie davon überzeugt haben, dass es Zweisatz in P ist. Achso, hier ist noch ein kleiner Tipp, wie man das macht. Aber okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Irgendwie waren da sehr wenig Turing-Maschinen im Bild. Und ich hatte Ihnen gesagt am Anfang, wenn Sie zeigen sollen, dass irgendein Problem in P liegt, dann können Sie es entweder polynomial reduzieren auf ein Problem, was in P liegt. Oder Sie geben eine deterministische Turing-Maschine an, die das tut. Das ist jetzt ein bisschen, ich habe ja eh gesagt, die beiden Möglichkeiten sind fast das gleiche. Aber was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, wir haben das Problem reduziert auf ein anderes Problem, nämlich auf das Problem zu erkennen, ob in einem gerichteten Graphen für gegebene Knotenpaare es die beiden in der stark verbundenen Zusammenhangskomponente sind. Und dann habe ich immer gesagt, das kann man einfach tun, was einfach heißt, dass dieses Problem, auf das ich das jetzt gerade reduziert hatte, in P liegt. Die Turing-Maschine kann man jetzt aus diesem ganzen Argument auch ablesen. Ich kann halt sagen, okay, alles das, was ich tue, kann ich mit einer Turing-Maschine machen. Ich kann die Klauseln hernehmen und eine Turing-Maschine anweisen, den Graphen daraus zu konstruieren. Und wenn ich jetzt eine Turing-Maschine hätte, die dieses Problem mit den gerichteten Graphen löst, dann kann ich sozusagen hinten dran die Turing-Maschine hängen, die das tut, und dann antworten, was immer meine zweite Turing-Maschine antwortet. Okay. Aber Sie merken schon, wir sagen, dass wir sind da immer sehr frei und sagen, man kann machen und man sieht, dass das polynomial ist, ohne jetzt explizit Übergänge zu spezifizieren und Orakel oder, also hier ist ja eh kein Orakel, ist ja alles deterministisch, aber ja. Gut. Das sind sozusagen, ja, weiß ich nicht, die einfachen Fälle, Determinismus. Und jetzt kommen wir auf die schweren Probleme, NP-Vollständigkeit. Und da wurde in der Vorlesung definiert, dass NP-vollständig ist einfach nur ein Wort, was zwei Begriffe gleichzeitig meint. Und zwar das erste ist, das Problem oder die Sprache liegt in NP. Und das zweite ist, alle Sprachen in NP sind höchstens so schwer wie
NP-Sprache, was einfach nur ein anderes Wort ist für, oder die Definition von NP-schwer. Also NP-vollständig ist das gleiche wie in NP und NP-schwer. Ja, wenn Sie irgendwie vollständig zeigen sollen, NP-vollständig, dann müssen Sie immer zwei Sachen zeigen. Immer zwei Sachen. Also, und ja, üblicherweise geht man in der Reihenfolge vor, man macht die leichten Sachen zuerst. Wir zeigen, dass das Problem in NP liegt und danach zeigen wir eine Reduktion auf ein NP-vollständiges Problem oder auf ein NP-schweres Problem würde reichen. Okay, und da könnten wir auf unseren Spickzettel wieder gucken oder uns erinnern, dass die einfachste Methode, um zu zeigen, dass ein Problem in NP liegt, ist, eine nicht-deterministische Turing-Maschine mit Orakel anzugeben, die in polynomialer Zeit verifiziert, dass das Problem, also dass es lösbar ist. Also, und üblicherweise ist es so, das Orakel berät die mögliche Lösung zu der Instanz und dann, was noch zu zeigen ist, ist, dass die Turing-Maschine, die hinten dran das Orakelwort nimmt und die Instanz, um zu verifizieren, dass ja, das ist eine Lösung, nur polynomial viel Zeit benötigt. In der Größe der Instanz. Okay? Und das ist, ja, üblicherweise einfach. Zum Beispiel reden wir mal über Zweisat von davor. Ja, das Orakel würde uns einfach verraten, welche Variablen auf True und welche auf False gesetzt werden würden. Und dann wäre es an der Turing-Maschine zu überprüfen, durch alle Klauseln durchzugehen und zu gucken, oh ja, stimmt, mit der Belegung ist die Klausel wirklich wahr. Oh ja, stimmt, mit der Belegung ist die Klausel wirklich wahr. Und das ist wirklich einfach. Ja, wir gehen durch jede Klausel einmal. Gut, und der zweite Schritt ist dann diese Reduktion von einem schweren Problem auf unser Problem. Richtig, die Richtung. Und zeigen, also das ist Pi', das ist das schwere Problem, Pi ist unser Problem und zeigen, dass diese Reduktion tatsächlich polynomiell ist, Laufzeit beweisen, ein O-Kalkül und dass die Sprachen aufeinander abgebildet wird, also Ja-Instanzen genau dann, wenn Ja-Instanz. Ja. Gut. Machen wir das auch an einem Beispiel, also und zwar Max Zweisatz. Das wurde Ihnen auch in der Vorlesung versprochen, dass wir da die NP-Vollständigkeit zeigen und dann machen wir das auch. Also Max Zweisatz ist ganz ähnlich wie Zweisatz, nur dass wir jetzt nicht mehr, dass sich die Frage geändert hat. Ja? Also gegeben, die Instanz ist genau die gleiche. Die Frage hat sich geändert und zwar, wir fragen nicht mehr, ob es eine Wahrheitsbelegung gibt, die alle Klauseln erfüllt, sondern wir kriegen auch noch im Input eine Zahl k und wir fragen, kannst du denn wenigstens k Klauseln erfüllen. Okay. Gut. Und wir zeigen, dass das Problem ein schwieriges Problem ist, im Gegensatz zu Zweisatz, was ein leichtes Problem war. Das ist nämlich NP-vollständig. Also erster Schritt, Max Zweisatz liegt in NP. Wir wählen den einfachen Weg. Wir sagen, es gibt eine Orakel-Turing-Maschine, die das Problem löst. Und das Orakel rät einfach, also rät oder verrät die Wahrheitsbelegung für die Variablen aus U, die das Gewünschte tun, wenn es denn eine Ja-Instanz ist. Und dann die Turing-Maschine, der deterministische Teil dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine, überprüft dann einfach nur noch, ob das wirklich stimmt. Also geht durch alle Klauseln durch und guckt, ob mit der gegebenen, vom Orakel vorgegebenen Wahrheitsbelegung eine Klausel wahr ist oder nicht und zählt dabei, wie viele denn wahr sind und am Ende sagt es, oh ja, ist wirklich k wahr oder mehr oder nein. Okay? Und das ist einfach zu sehen, dass es in polynomialer Zeit geht. Der zweite Schritt ist dann üblicherweise der schwierige Schritt, den wir uns aufsparen. Wir brauchen eine Reduktion von einem schweren Problem auf unser Problem. Wir zeigen, unser Problem ist schwer, weil also so die Denke im Kopf ist so ein bisschen, weil wenn unser Problem einfach wäre, dann könnte ich dieses schwere Problem auch einfach lösen. Ja. Also wir nehmen es ein schweres Problem her, von dem wir nicht glauben, dass es geht. Dreisatz in dem Fall. Irgendwas, was irgendwie ähnlich ist wie das Problem, was wir in der Hand haben, damit die Reduktion nicht irgendwie sich komplett was Neues ausdenken muss. Ja. Und deswegen ist es hier ganz sinnvoll, einen Dreisatz, also eine Satisfiability überhaupt zu nehmen. Wir sagen, okay, wenn jetzt, wenn ich Max Zweisatz lösen könnte, dann könnte ich auch Dreisatz lösen.
Ich kann aus jeder Dreisatzinstanz, wenn mich jemand fragt, wie löst du denn dann Dreisat, dann kann ich ihm angeben, wie ich polynomiell überführen kann in meine Max-2-Sat-Instanz, dann dort theoretisch lösen, was dann Dreisat ist. Gut, wie machen wir das? Also, gegeben die Schwere, eine Instanz des schweren Problems, Dreisat. Das ist die eine so eine Klausel in der gegebenen Dreisat-Instanz. Wir wollen jetzt konstruieren eine Instanz in Max-2-Sat. Das heißt, eine Menge von Variablen und Klauseln. Wir nehmen die Variablen, die schon da sind, und machen noch eine neue Variable. WC pro Klausel eine. Und dann machen wir eine Klauselmenge, die drei und, achso, das sind auch noch Klauseln. 1, 2, 3, 4 in der ersten Gruppe, das sind einfach nur, also wenn ihr noch eine Veroderung wollt, dann sagt er x oder x. Und der zweite ist y oder y. Und dann diese drei roten und diese 1, 2, 3 blauen. Okay? Das heißt, genau. Wir bilden auf 10 Klauseln ab. Jede Klausel da oben wird auf 10 Klauseln da unten abgebildet. Okay? Mal 10 nehmen ist okay. Ja? Polynomieller Rahmen. Und jetzt das Erste ist, dass wir mal gucken, egal was da oben denn für eine Klausel kam, das hier ist nicht erfüllbar. Ich kann nicht alle 10 Klauseln erfüllen. Also in der Gruppe 1, wenn ich alle erfüllen sollte, dann würde es einfach heißen, dass ich x auf wahr setzen muss, y auf wahr setzen muss, z auf wahr setzen muss und wc auch noch auf wahr setzen. Okay, wenn ich alle versuche zu erfüllen. Das würde aber heißen, dass keine von diesen Klauseln in Gruppe 2 wahr ist, weil da ist ja immer nicht oder nicht. Okay, also ich kann nicht alle erfüllen, das ist aber auch okay. Ich will ja nur wissen, ob ich mindestens irgendeine Zahl k, die erfüllt wird. Jetzt frage ich mich, okay, von diesen 10 Klauseln, wie viele kann ich denn erfüllen? Wie viel schaffe ich denn zu erfüllen? Und dann muss man halt einfach, wir können ja mal alle durchgehen, alle Möglichkeiten x, y und z auf wahr und falsch zu setzen. Ja? Also 0 heißt falsch und 1 heißt wahr. Das sind diese 8 Möglichkeiten. Und dann, was ich für WC idealerweise machen könnte und wie viele Klauseln denn dann erfüllt werden. Also wenn alles falsch ist, dann sollte ich WC auf falsch setzen. Ich bezahle damit hier vorne mit einer falschen Klausel, kriege hier hinten aber drei wahre Klauseln. Ja. Und dann sehe ich, 6 Klauseln kann ich erfüllen, nämlich die aus Gruppe 2 und Gruppe 3. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel nur z wahr ist, dann nur z wahr ist und ich frage mich immer noch über WC, was sollte ich mit WC tun? Also ich sehe hier hinten im Moment ist diese x oder nicht WC und y oder nicht WC, das sind so Sachen, wo ich noch Einfluss drauf nehmen kann, die im Moment falsch sind. Ja, also wenn ich WC auf falsch setze, dann kriege ich sozusagen diese beiden Klauseln und ich verliere die hier vorne. Und wenn ich andersrum mache, andersrum. Ja, also wenn ich viel erfüllen will, sollte ich hier WC auch auf falsch setzen. Und dann kriege ich 7 Klauseln. 7 von den 10, die erfüllt werden. Ja, nämlich einfach die Z-Klausel hier vorne habe ich extra. Und so kann ich das alles durchgehen und sehen, dass ich in all den anderen Fällen sollte ich WC auf falsch setzen, außer in dem letzten Fall, da sollte ich es auf wahr setzen. Und wir kriegen immer 7 hin. Und das ist das Beste, was wir immer hinkriegen können. Außer wenn x, y und z alle falsch sind, dann ist das Beste, was ich hinkriegen kann, 6. Und das ist so die Art von Eigenschaft, die wir haben wollen. Ja? Wir wollen nämlich wissen, ob die Klausel da oben erfüllbar ist. Und die ist ja erfüllbar in diesen ganzen 7 Fällen hier unten, ist die Klausel da oben erfüllt. Und in dem Fall hier oben ist die Klausel da oben, ist der einzige Fall, dass die Klausel nicht erfüllt ist. Ja, also da habe ich einen Split sozusagen, so eine Trennung zwischen den erfüllenden Wahrheitsbelegungen und den nicht erfüllenden Wahrheitsbelegungen.
Und deswegen, das kann ich jetzt alles zusammenstöpseln und das funktioniert. Also, wir reduzieren von Dreisat auf Max Zweisat. I ist eine Instanz von Dreisat. Das ist eine Menge von Klauseln, M Stück. Jede Klausel hat drei Literale. Für jede Klausel C aus I bilde ich auf die 10 Klauseln FC ab. Ich führe dabei neue Variablen ein für jede Klausel 1. Das heißt, ich habe insgesamt 10 M Klauseln. Okay? Und jeweils zwei Literale. Das ist eine Instanz von Zweisat. Was fehlt noch, um eine Instanz von Max Zweisat zu werden? Die Zahl k. Ja, eine Instanz von Max Zweisat hat oben noch eine Zahl k. Das ist unser Target, die Anzahl von Klauseln, die ich erfüllen will. Also setze ich noch den Parameter k auf 7m. Ich möchte erreichen, dass von diesen 10m, wo steht die Zahl da? 10m Klauseln, 7m erfüllt sind. Okay, und das heißt, jetzt habe ich eine Max-Zweisatz-Instanz, I' mit 10m Klauseln und Parameter k gleich 7m. Und ich möchte jetzt beweisen, dass diese Max-Zweisatz-Instanz eine Ja-Instanz ist, genau dann, wenn die Dreisatz-Instanz eine Ja-Instanz ist. Und ich glaube, die Idee wird Ihnen vielleicht schon klar sein. Okay. Beweisen wir das. Also, wenn die Dreisat-Instanz eine Ja-Instanz ist, das heißt, jede Klausel ist erfüllbar, dann nehme ich mir diese Wahrheitsbelegung her und konstruiere mir daraus die Wahrheitsbelegung für die Max-Zweisat-Instanz, indem ich einfach kopiere den Wahrheitswert für die alten Variablen und für die neuen setze ich das N nach dieser Tabelle. Ja? Also, wenn alle drei hier wahr sind, muss ich diesen WC auf wahr setzen und ansonsten auf falsch. Okay. Und dann haben wir gesehen, dann lande ich immer in diesen Fällen, die hier hinten eine 7 zu stehen haben. Das heißt, ich werde in jeder Gruppe von 10 Klauseln 7 erfüllen, also 7m insgesamt. Das heißt, es ist eine Ja-Instanz für Max Zweisatz. Andersrum, wenn ich eine Ja-Instanz für Max Zweisatz habe, dann möchte ich jetzt sagen, dass meine Ursprungsinstanz von Dreisatz auch lösbar war. Und da ist es wieder, wir gucken uns an, okay, in jedem diesem Block von 10 Klauseln war es nur möglich, höchstens 7 zu erfüllen. Das heißt, überhaupt, egal was ich tue, ich kann höchstens 7m erfüllen. Und wenn ich wirklich 7m erfülle, dann müssen auch in jedem Block wirklich 7 erfüllt sein. Also pro Menge FC sind maximal 7 gleichzeitig erfüllt, das haben wir uns überlegt. Das heißt, wenn wir insgesamt 7m Klauseln erfüllen, dann ist auch in jeder Menge 7 Klauseln erfüllt. Und das heißt, diese erfüllende Belegung, die mich hier hinten immer in irgendeinen von denen, ich weiß nicht welchen, von diesen 7er Fällen bringt, impliziert jetzt hier vorne Wahrheitswerte für die ursprünglichen Variablen, die die ursprüngliche Klausel wahrsetzen würden. Okay. So, machen wir noch einmal ganz schnell Zerlegen dieses Beweises. Ja. Also es ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit immer, wenn Sie zeigen sollen, dass ein Problem NP vollständig ist. Ist zwei Teile. Wichtig ist, NP vollständig heißt zwei Sachen dazu zeigen. Erster Teil, das Problem ist in NP. Das haben wir gemacht, indem wir eine nicht deterministische Turing-Maschine konstruiert haben, die Max Zweisatz in polynomialer Zeit löst. Oracle gibt uns einfach vor die Belegung und Turing-Maschine überprüft. Raten und verifizieren. Und das Ganze war in polynomialer Zeit. Okay. Das war der einfache Strang. Der komplizierte Strang ist zu zeigen, dass es NP schwer ist. Wir haben uns dafür für die einzig sinnvolle Variante entschieden, nämlich wir nehmen eine polynomielle Reduktion von einem Problem, von dem wir schon wissen, dass es schwer ist, und wir haben uns gewählt Dreisat. Wir haben also diese Reduktion durchgeführt. Dazu mussten wir aus einer Dreisat-Instanz i eine Max-Zweisat-Instanz i' konstruieren. Und dann mussten wir, wenn wir das gemacht haben, müssen wir zwei Sachen zeigen.
Das eine ist, dass diese Konstruktion polynomiell ist. Wir haben, glaube ich, Faktor 10 aufgebläht. Das ist durchaus im Rahmen. Das ist polynomiell in der Größe von i. Wir dürfen nicht exponentiell Großinstanzen machen. Und das war die Polynomialität der Reduktion. Und dass es tatsächlich eine Reduktion ist. Die neuen Instanzen sind lösbar, genau dann, wenn die alte Instanz lösbar war. Und genau dann, wenn, da sind zwei Richtungen zu zeigen. Okay. Jetzt will ich noch ganz kurz diese Folie nochmal zeigen. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich will nochmal Tipps geben für das Übungsblatt. Sie sollen auf dem Übungsblatt auch eine Reduktion machen. Und zwar, Sie sollen zeigen, dass Max Two-Color NP-vollständig ist. Und wenn Sie zeigen sollen, dass das NP-vollständig ist, dann gucken Sie auf diesen Zettel und zeigen, okay, NP-vollständig heißt, ich muss das rote Problem und das braune Problem lösen. Bei dem roten überlasse ich Ihnen, was Sie machen. Und bei dem würde ich Ihnen schwer ans Herz legen, eine Reduktion zu versuchen. Also Sie werden höchstwahrscheinlich in eine Reduktion laufen von einem bekannten Problem auf Max Two-Color. Und dafür will ich Ihnen einen Tipp geben. Hier, ich meine, das Problem ist definiert auf dem Übungsblatt, aber damit wir es der Vollständigkeit halber nochmal haben. Das gegeben ist ein Graph G und eine Zahl K. Und die Frage ist, kann ich die Knoten von G in zwei Farben färben, rot und blau, sodass mindestens K-Kanten einen roten und einen blauen Endpunkt haben. Ja, das sind die, ich will die Kanten gut machen und eine Kante ist happy, ist gut, wenn sie einen roten und einen blauen Endpunkt haben. Wenn eine Kante einen blauen und einen blauen kriegt, dann ist sie nicht happy. Wenn sie einen roten und einen roten kriegt, ist sie auch nicht happy. Ja, die sollen verschiedene Endpunkte, verschiedene Farben haben. Und ich will mindestens K-Kanten so hinkriegen. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, die Knoten in rot und blau zu färben, sodass mindestens K-Kanten happy sind? Endpunkte in verschiedenen Farben. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie zeigen, dass es vollständig ist. Das heißt, Sie werden irgendwann sich mal überlegen müssen, welches endlich schwere Problem Pi Sie hier nehmen, was möglichst ähnlich klingt und wie Sie dann reduzieren auf Max Two Color. Ja? Nochmal ganz wichtig, Sie starten also mit einer Instanz des Problems, von dem Sie wissen, dass es schwer ist und sollen daraus konstruieren eine Instanz von Max Two Color. Und bei dieser Konstruktion müssen Sie also irgendwann sagen, okay, wir definieren uns jetzt einen Graphen. Abhängig von dem Problem, von der Instanz des Problems Pi, definieren Sie sich einen Graphen. Und jetzt kommt der Tipp. Wenn Sie diesen Graphen konstruieren, und der Graph muss ja ein paar Eigenschaften haben. Ja, Sie wollen ja, dass irgendwie Lösbarkeit von Max Two-Color in dem Graphen genau zur Lösbarkeit von der Instanz, wo Sie angefangen haben, korrespondiert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sowas brauchen, dass zwei Knoten in jeder Lösung unbedingt verschiedene Farben haben sollen. Sie sagen, wenn es eine Lösung ist, dann haben die beiden Knoten auf jeden Fall verschiedene Farben. Sowas wollen Sie, ja. Das wollen Sie irgendwie schaffen. Ihr Graph soll diese Eigenschaft haben. Diese zwei Knoten, die sind Ihnen so wichtig, dass die verschiedene Farben kriegen. Dann, je nachdem, wie erfahren man ist mit so einer Reduktion, das sind so eine Art von Aufgaben, die man öfter hat. Ja, man will so ein bisschen was festzonen, man will sich was haben, wo man sich dran festhalten kann. Da gibt es so ein paar Tricks und diesen einen Trick, weil es das erste Mal ist, will ich Ihnen verraten. Okay. Also, dann könnten Sie zum Beispiel so etwas machen. Sie nehmen sich diese beiden Knoten und schmeißen zwischen die beiden Knoten W solche Übergänge, zwei Schrittübergänge. Ja. Also hier zwei W zusätzliche Knoten in den Graphen mit diesen Kanten, wie das hier so gemalt ist. Okay. Und dann beobachten Sie, wenn jetzt die beiden großen Knoten die gleiche Farbe haben, wie viele von diesen drei W-Kanten, die ich hier habe, sind denn dann gut? Und dann sehen Sie, dass es auf jedem von diesen Übergängen, wenn ich sagen wir mal rot und hinten auch rot, dann kann ich höchstens zwei von den Kanten gut machen. Wenn ich rot, blau, blau, rot, dann sitzt hinten und vorne die Kanten.
Wenn ich rot, rot, blau, rot mache, dann ist es halt die beiden letzten beiden und so weiter. Ja. Also, wenn ich den beiden hier verschiedene Farben gebe, dann schaffe ich nur auf jedem Übergang zwei Kanten gut zu machen, also insgesamt zwei W-Kanten gut. Wenn ich denen gleiche Farbe gebe. Ja, gleiche Farbe, höchstens zwei W gute Kanten. Und bei verschiedenen Farben, wenn sagen wir, der ist hier rot und der hier ist blau, dann ist es leicht zu sehen, okay, dann sollte ich die hier alle blau und die hier alle rot machen und alle Kanten, die hier in dem kleinen Bild sind, sind gut. Da kriege ich also drei W. Also das ist wirklich die Entscheidung, ob ich den beiden Knoten da verschiedene Farben gebe, sagt mir am Ende bei der Anzahl der guten Kanten, ob ich dort einen Bonus von W kriege oder halt nicht. Entweder kriege ich nur zwei W gute oder drei W gute. Und jetzt können Sie das W so wählen und das K und das W so wählen. Das K ist das K aus der Max-Tukala-Instanz. Das ist die Target-Anzahl gute Kanten, die Sie haben wollen. Und Sie wählen das sich dann so, dass es einfach Sie sich das nicht leisten können, um K gute Kanten zu kriegen, dort nur zwei W gute Kanten zu haben. Ja, dass es einfach so viel mehr, also so wichtig ist, diese zusätzlichen Ws zu kriegen, dass sie wissen, also wenn es lösbar ist, dann kriegen die auch verschiedene Farben. So, das ist so eine Art von Trick. Und dann können Sie einfach dieses kleine Gadget einbauen in Ihren Graphen. Also ich mal dann üblicherweise einfach, ne, eine Kante und schreibe ein kleines W ran. Und dann weiß ich, okay, die beiden, wenn ich die nicht erfülle, dann verliere ich W. Wenn ich diese Kante nicht gut mache, dann verliere ich W in meinem ganzen Ding. Okay. Und W verlieren ist dann am Ende ist auf jeden Fall immer zu viel. Also ich weiß, die kriegen verschiedene Farben. Und damit kann man dann arbeiten. Ja. Fragen dazu? So. Jetzt ist es so, dass diese Folien hier, ich bin gerade, können Sie es sehen? Nee. Ich bin gerade auf Seite 92 von 158. Klick 92 von 158. Auf diesen Folien, die ja auch online stehen, sind jetzt noch allerhand Reduktionen. NP-Vollständigkeitsreduktionen für Sie. Die einzige Möglichkeit, das zu lernen, ist, viele Reduktionen zu sehen und dann irgendwann diese Tricks und diese Kniffe irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, was man da machen muss. Also auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man jetzt sch schwere Reduktionen machen will. Man will zeigen, das Problem ist schwer. Die erste Problematik ist ja schon, sich überhaupt das Problem zu wählen, von dem man reduziert. Ja? Also von extrem pragmatischer Sicht aus ist es egal, welches NP-schwere Problem Sie wählen oder welches NP-vollständige Problem Sie wählen. Aber von praktikabler Sicht gibt es doch gute Entscheidungen und schlechte Entscheidungen. Aber da gibt es keine ordentlichen Regeln, die ich Ihnen aufschreiben könnte, wo ich sagen würde, hier, wenn das so aussieht. Es gibt nur sowas wie, es sollte so ähnlich aussehen. Und da müssen Sie einfach ein Gefühl für kriegen und Erfahrungen sammeln. Und deswegen sind da auf den Folien noch einige Reduktionen drauf, die ich heute nicht mehr schaffe. Ich habe dann mich dafür entschieden, doch diese alternative Turing-Maschine zu machen und den Tipp für das Übungsblatt zu geben, weil ich dachte, das hilft Ihnen. Aber ich lege Ihnen wärmstens ans Herz, klicken Sie sich wenigstens durch diese Folien und schauen sich diese Reduktionen an. Ja, das sind so die üblichen Sachen, die man sieht und die man auch später von Ihnen verlangen wird. Gut, danke.